Am 23. September 1983, vor 40 Jahren, rollte die erste S-Bahn vom Hamburger Hauptbahnhof über die Elbe nach Harburg. Dieses Jubiläum wurde heute mit einem historischen Zug gefeiert. Sophia Manti steht nach 40 Jahren wieder in einer alten S-Bahn, die 1983 erstmals nach Harburg fuhr. Als der Hamburger Süden damals endlich an den Bahnverkehr angebunden wurde, konnte Sophia ihre Ausbildung beenden und Architektin werden. Ein wenig emotional erinnert sie sich an die Bahnfahrten zurück. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe echt einen Backflash. Ich habe sowas noch nie gehabt. Also ich bin total gerührt. Ich weiß gar nicht warum. Total bescheuert. Ich kriege mich auch gar nicht mehr gefasst. Also es ist ganz komisch. Es ist echt eine gute Erinnerung, weil es tatsächlich für mich nur positiv war, die S-Bahn zu haben. Heute profitieren etwa 160.000 Hamburgerinnen und Hamburger von der Strecke. Harburg ist mit täglich rund 200 Zugfahrten pro Richtung an das S-Bahn-Netz angeschlossen. Die Bahnen kommen im 5-Minuten-Takt. Jetzt soll die Linie S3 von Neugraben bis nach Pinneberg auf Langzugverkehr umgestellt werden. Das heißt 1.500 Fahrgäste pro Zug. Auf lange Sicht kommt noch mehr. Die Strecke soll auch insgesamt ausgebaut werden mit modernen Leitsystemen, mit einem neuen Stellwerk, um dann perspektivisch eine dritte Linie fahren zu können, neben den beiden Linien, die wir heute schon haben. Dann fahren zukünftig 3 Züge in 10 Minuten, um sozusagen hier noch zusätzliches Angebot für die Harburger und für alle, die südlich der Elbe wohnen, zu schaffen. Diese S-Bahn wird vom Verein Historische S-Bahn Hamburg e.V. restauriert und noch für manche Sonderfahrten auf die Gleise gestellt. Nächsten Sonntag feiert sie dann ihre Abschiedsfahrt. Die alten Bahnen sehen nicht nur anders aus, sie funktionieren auch anders. Wir haben hier keine Computer, überhaupt keine. Das heißt, alles, was hier läuft, ist rein mechanisch und elektrisch. Das heißt, kein Computer kann irgendwas kaputt machen, es kann nichts in Störung gehen. Eigentlich alles, was hier passiert, ist mechanisch. Und wenn was kaputt geht, können wir es heil machen und das macht halt den Charme aus. Was die Fahrgäste von früher mit dem Zug verbinden, sind allerdings nicht die Maschinen, sondern die kleinen Dinge. Die Werbung. Ich habe ja gleich alles da fotografiert. Herrlich. Der Geruch, als man reingegangen ist, auf jeden Fall. Alles. Man erkennt es sofort wieder, klar. Neben Tina Turner und Schulterpolstern gehört eben für manche auch eine S-Bahn zu den guten alten 80ern.